Hey, willkommen zurück zu Let's Play. Der letzte Zelda Breath of the Wild. Heute machen wir hier im Schloss nochmal weiter. Und wollen vielleicht, schaffen wir es ja, unser Gewand vervollständigen. Das ist unser Gardegewand, müsste das heißen. Oh Mann, das habe ich schon ein halbes Herz verloren habe gerade. Unser bricht zwar gleich, aber nicht schlimm. Wir können jetzt hier hoch. Und lol. Wo sind wir jetzt gelandet? Ich frage mich, ob mein Darux schon wieder verfügbar ist. So, jetzt sind wir hier. Okay. Bei diesem einen Balkon. Gibt es hier dann irgendeinen Krog sonst noch? Oh wait, das sind wir gar nicht. Wir sind wo ganz anders. Ne, doch nicht. Wenn ich jetzt hier rausgehe da oben, weiß ich nicht. Doch, komm mal. Wenn ich da jetzt rausgehen würde, dann würde ich da diesen einen Krog da sehen, oder? Ja, moin. Komm. Ich tausche kurz meinen Bogen hier aus. Den er schon so lieb da liegt. Die chillen hier zusammen. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Da sind Pfeile drin. Ach, egal. Brauche ich unbedingt. Ich würde sagen, wir sind erstmal hier drin fertig. Wir haben sehr viel geschafft. Wir sind einmal ums ganze Schloss einmal rum. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auf der Overworld ein bisschen rum. Und holen uns kurz die Pfeile da. Und gehen jetzt zum nächsten Wall. Ich muss dann auch noch kurz überlegen. Weiß ich ganz. Wo war nochmal der letzte Teil von der Garderüstung? Ich glaube, im Tagebuch kann ich es doch sehen. Da die Leibwache. Ach so, ich habe gar nicht das Buch gelesen. Ja, lol. Also das eine wusste ich noch, aber das andere habe ich ja auch immer ein bisschen random gefunden. Aber alles klar. Bis hier in dem Dings müsste, glaube ich, oder? Da oben noch ein Krog sein. Jetzt gehe ich aber nicht zuerst rein. So, mach das so zuerst. Ah, oh nein, schade. Mir ist gerade eingefallen, wo das letzte Gewand ist. Das letzte Gewand, ich weiß gar nicht, ich muss noch hoch. Ja. Das letzte Gewand, also der letzte Teil des Gewands, die Mütze, ist natürlich da oben. Wie heißt es? An der Spitze von Schloss Hyrule. Über dem Thronsaal. Da muss ich dann hin. So, und hier habe ich jetzt nur einen Krog holen müssen noch, oder? Ich kurz schaue auf der Karte nach. Ja, da gab es diesen Stein. Ah, nee, beim anderen. Da gab es diesen roten Krog. Die Nummer 17. Sorry, ich muss nachschauen. Ja, habe ich geholt. Dann gibt es da unten noch diesen blauen Krog. Hm, flieg ich kurz hin. Warte, was? Dann schau, da habe ich noch nicht aufgeladen. Dann nehme ich alles hintereinander auf. Das erschießt hier alles da hinten. Alter. Ach, komm on. Ach, in den Wald muss ich auch noch rein. Ganz vergessen. Es gibt ja drei Wälle, glaube ich. Kurz rein. Und wieder raus. Rein, raus. Rein! Dritter Wall, perfekt, hab's. Denn man muss die ganzen Punkte auf der Karte markieren. So, noch einmal. Soll ich noch einmal? Was? Nein! Stopp! Oh! Als ob ich einfach gestorben bin. Oh, RIP. Ja, gut. Muss irgendwas sein. Das Schloss ist ja auch.
sind vollgepackt mit Gegnern und mit Wächtern vor allem, hab ich ja gerade gesehen. Und ich spawn im Wall, okay. Ich will keinen Kampf gegen den Leuen machen. Sind denn die Wächter besiegt? Keiner. Link, du Idiot. Als ob ich wieder gestorben bin. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, oh Mann. Oh Mann. Ah, ich hab eine Idee. Und zwar kann ich einen irgendwann lösen. Und zwar den Ganondorf-Amiibo aus Smash. Zack. Nice. Kommt Fässer mit und vielleicht das Schwert direkt. Nee. Ein Opal. Lol, viele Rubine. 50er war sogar dabei. Ja, das Fass. Oh, lol. Hab ich einfach gerade einen Weg gezeigt. Alter. Jetzt komme ich gerade los. Durch ein Fenster hat er mich gerade anvisiert. Revalis Sturm ist bereit. Mist. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Hier. Das soll's eigentlich keinen Krog geben. Andere Seite der Mauer. Da hinten. Glaube ich. Hoffe ich. LOL. Wusstet ihr das? Ach, lol. Ich hab's noch nie gemacht. LOL. Als ob es geht. Ich bin davon fasziniert. Ich dachte, die ganze Zeit einfach rückwärts runter. Da ist er. Oh, durch die Cutscene hab ich noch gerettet. Alter. So, jetzt bin ich da. Der nächste Krog ist dort unten. Der ist grün markiert. Okay. Dann hole ich den mal. Der ist dort oben. Hier. Hinter der Mauer. Also, als ob hier auch alles so freigerodet ist. Krass. Da würde ich auch gerne gleich noch aus Schloss Hyrule mal rausgehen. Um zu checken, wie viele Krogs ich jetzt habe. So, hier müsste das sein. Weil das Blutmond. Als ob. Wenn du es brauchst. Aber da geht ihr einfach vorbei. Als ob, das sah so geil aus, ganz kurz. So, hier ist ja ein Krog eigentlich. Muss nur wissen, wo und wie. Also es ist ein grünes Dreieck. Ich schau mal ganz auf der Karte nach. Ein grünes Dreieck ist eine Gabe. Also, okay. Ich habe schon verstanden. Ein bisschen nach innen. Macht ja auch eigentlich Sinn. Also. Da waren wir alles noch. Waren wir noch gar nicht? Stimmt! Jetzt kommen wir in die Stollen. Da gibt es auch noch viele Krogs. Ganz vergessen. Sonst gibt es hier keinen Krog, oder? Nee. Oder wait. Ist hier vielleicht auch noch einer? Nee, aber eine Kiste. Mit antiken Fallen wahrscheinlich. Nee. Alles klar, weil antiken Fallen habe ich jetzt, glaube ich, 8 immer noch, weil ich einen verschossen habe noch. Hier. Die Stollen sind cool. Die gefallen mir. Hier müsste noch ein Boss geben. Es gibt einen Ivarok, einen Stahlhinox und. Gibt es hier nochmal einen Hinox?
Weiß ich nicht. Wie ist der Weststollen? Oh Gott. Oh mein Gott. Als ob. Ich will jetzt nicht mal sterben. Ich hab nur das Gebet. Spinnst du? So. Jetzt gibt es eine Fahrt hier im Stollen. Ich will noch merken, wo ich hin muss. Okay. Ich fahre einmal ganz kurz dann raus. So. Let's go. Cool. Und schauen wir mal wieder draußen. Drinnen. So, hier gab es jetzt, glaube ich, keinen Krog. Aber ich gehe mal nur lieber sicher. Nein, gab es nicht. Und mit diesem großen Raum müsste es jetzt einen Krog geben. Oh, Nest. Ja, da. Kann ich doch eigentlich heilen. Geht nur mega langsam. So. Okay. Ich habe kein Geräusch. Aber egal. Ein gekochtes Ei. Das Ei wurde im Wasser in einer heißen Quelle gekocht. Beliebt bei Kindern und einfach zuzubereiten. Ja, tschüss. Hm. Ah, da. Ups. Ja, wenn ich dann mal kurz sterbe, dann bekomme ich mein ganzes Leben wieder. Das ist dann nicht so schlimm. So, das war jetzt der grüne Krog. Ja, ich orientiere mich an den Farben hier ran. Ich weiß immer noch nicht, welche ich jetzt schon alle gemacht habe. Ah, ich habe hier in dem Bereich habe ich noch gar keinen gemacht. Weil hier gibt es noch Eiskrogs jetzt anscheinend. Von denen habe ich noch gar keinen gesehen. Ah, hier ist der Kerker wieder. Dann bin ich jetzt hier, okay. Frage ist, gibt's hier noch einen weiteren Weg nach irgendwo hin? Nee. Das ist der Weststollen gewesen. Aber hier im Osten des Schlosses gibt's noch irgendeinen Stollen. So wie es aussieht. Da würde ich gerne hingehen. Dafür verlasse ich das Schloss und tippe mich von außen irgendwo anders hin. So können wir erstmal ja auch die ganzen Trocks sehen, die wir schon eingesammelt haben. So, das sind wir jetzt vorm Schloss. Schau mal ganz kurz nach. Oha. Ja, ich bin schon mal viel rumgelaufen im Schloss. Den manchmal noch gar nicht erkundet. Und die Rest haben wir auch noch nirgendwo. Da gibt es auch noch zwei Crocs in die eine Erinnerung, die ich heute nicht holen wollte. Alles klar, gibt es irgendein. Oh, man kann von rechts so reinfliegen. Alles klar. Ich würde sagen, ich vergleiche mal ganz kurz die ganzen Crocs, die ich gesammelt habe und schau mal, welche ich noch brauche. Okay, ich habe die ganzen Crocs jetzt gesehen. Wir werden jetzt mit Flecky einfach durchreiten. Ob das gut geht, weiß ich nicht. Oh, Flecky soll mal kurz mitkommen. So, schnell rein. So, vielleicht ich komme mal rein. Oh, du läufst. Cooles Pferd. Lol. Ist hier eine Horse Barrier? Das kann nicht sein. Nee, gut. Hab schon gewundert. Viele Leute müssen wissen, Horse Barriers sind so. Wände quasi, wo Pferde nicht lang können. Und man kann auf manche Orte darauf sogar laufen. Vielleicht zeige ich das in einer Folge noch. So eine Special-Folge.
So. Wir holen jetzt nämlich eine Erinnerung und einen Krog. Die Musik ist gerade wieder am Decken. I don't know warum. Habe ich den Wall schon abgeholt? Welcher Wall ist das? Das ist der dritte Wall. Habe ich einen neuen getriggert? Mann. Kletter doch! Kletter! Du Idiot! Oh! Gut. Oh no, oh no! Bin ich jetzt gelandet? Ah, perfekt. Da müsste es keinen Krog geben. Oder? Oder? Nein. Oh, ich weiß nicht. Bin ich wirklich da gerade eben? Ja, bin ich. Es gibt einen blauen Krog da oben noch. Ja gut, aber den kenne ich ja. Den muss ich noch holen. Oh Gott, das pusht mich höher, als ich dachte. Da ist er nämlich schon. Die müssen wir noch holen. Zack. Okay, ich hoffe, mein Controller hält die Folge noch aus. Ich muss mit meinem Joy-Con Drift Controller spielen. So. Ja, den habe ich. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal auf Schloss Hyrule zu. Also halt nach ganz oben. Den kannst du den hier. Nice. Ja, langsam kommen wir nach oben. Dann ist der. Oben sind nicht viele Crocs. Ach, da ist die Brücke. Hab schon gesucht, wo die ist. An der Brücke gibt es keinen Croc, aber es gibt da jetzt oben ganz viele Crocs am Thronsaal. So, ist ganz wichtig, wir dürfen nicht dort rein. Wenn wir dort reingehen, triggern wir den Endboss und das will ich ja nicht. Aber krass. Hier drinne, also wenn ich dort reingehe, das wird zeigen, dort in diesem Raum am Thronsaal, dort wartet der Final Boss. Dort oben. Einen Schritt weiter wahrscheinlich und wir triggern den Final Boss. Krass, oder? Aber da gehen wir noch lange nicht rein. Zelda hat sich wahrscheinlich gerade gefreut. Aber jetzt ist sie wieder traurig, denn wir müssen noch kleine Croggies sammeln. Ist ja nicht krass. Wir lassen uns so viel Zeit, weil wir Crocs sammeln müssen. Was denkt sich Zelda eigentlich? Weil sie kann ja anscheinend sehen, was wir machen. Doch, perfekt, Revali, danke. Boah, war das knapp. Renn mal kurz das Dach hier hoch. Und mal kurz den Krog. Den es nicht gibt. Was heißt rotes Dreieck nochmal? Heißt rennen, oder? Oh, verdammt. Ja, wo ist denn das Rennen? Gibt es da eine Ja, gibt es sogar dazu. Der Startpunkt befindet sich auf dem Vorsprung direkt oberhalb vom Haupteingang des Thronsaals. Auf dem Vorsprung direkt oberhalb des Thronsaals. Also. Boah! Kann mir irgendwer erklären, was gerade eben passiert ist? Wahrscheinlich nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt. Und noch voll erschrocken gerade eben, ehrlich gesagt. Auf einmal. Sterbe ich? War das ein Blitz? WTF. Ah, da. Ah, was ist, gehen wir da rein. So, darum gibt es nämlich eine Glocke. Da oben. Da ist, glaube ich, ein Krog auch drin. Aber jetzt gehen wir da rein. So, hier triggern wir nicht den Endboss. Und hier ist auch endlich die letzte EX-Truhe hier, die wir brauchen.
Hier ist nämlich die Mütze der Leibwache. So, ich habe vergessen vorzulesen, glaube ich, bei jedem Stück. Die Mütze der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie ist leichter, als sie aussieht und sorgt so für freie Beweglichkeit. Ein seltenes Stück, das nicht einfach zu lang ist. Die Uniform der königlichen Leibwache von Hyrule besteht aus leichtem Material und ist kleidsam und praktisch zugleich. Die Hose noch. Die Stiefel der königlichen Leibwache von Hyrule. Sie sehen nicht nur gut aus und man ist damit auch nicht recht beweglich. Man ist damit auch recht beweglich. Und ja. Geschafft. Gibt es denn hier einen Krog? Ich weiß nicht. Also wir sind hier gerade hier auf jeden Fall kurz beim Thronsaal, überm Boss. Nein, gibt's nicht. Es gibt nur zwei Krogs und die kenne ich halt sehr gut auswendig gefühlt. Stimmt, und die kann jetzt hier, wenn man springt, Achtung, schaut euch das an. Wir fordern nur die Hälfte der Ausdauer, die man eigentlich brauchen würde. Ist doch toll. Okay, gut. Ein Ansatz war eigentlich schon richtig, dass man da hoch muss. Nur halt mit dem Rennen. Ja, keine Angst, wir holen noch die Erinnerung. Ich wollte erstmal hier kurz alles abhacken. Und dann in der nächsten Folge werden wir das letzte hier im Schloss noch machen. Fürs erste. Nicht den Boss natürlich. Wir holen noch die letzten paar Crocs und dann sind wir hier wieder fertig. So eine tolle Exkursion dann hier ins Schloss, oder? So, hier muss ich jetzt irgendwie schön entlang klettern. Nice. Und hier ist jetzt so ein Glockenraum. Da oben hängt eine Glocke dran. Und hier gibt's einen der gemeinsten Krog. 5? 13 habe ich derweile. Alter. Einer der gemeinsten Krogs. Schaut euch immer an. Ich habe den damals so lange gesucht. Aber okay. Aber es gibt doch höher, ja. Richtig gehört. Wir gehen ganz nach oben. Auf eine der höchsten Stellen in Hyrule, aber nicht die höchste. Kann ich schön hochspringen mit dem Gewand. Da ist nämlich ein Krog. So weit oben. Dass sich eine Aussicht ist. Nur der Todesberg ist noch höher und ich glaube die Hebraberge auch. Kann man da unten schauen, da sieht man die ganzen Strahlen in das Schloss Hyrule reingehen. Ja, die Hebraberge ist auch noch ein bisschen höher. Ist auch noch. Aber die Ranellspitze dürfte nicht so hoch sein. Ja. Ein bisschen höher als die Ranellspitze. Und hier oben ist auch ein bisschen kalt. Aber das juckt Link nicht. Ein Krog gucken wir noch und dann gehen wir zur Erinnerung. Oder? Nur noch diesen einen Krog, oder? Nee, hier gibt's. Doch, einen habe ich ja schon. So, hier müsste das sein. Oder dann nicht? Okay. Ja, eigentlich ist es ja am Felsvorsprung. Direkt hinter Schloss Hyrule. Ist eigentlich hier, aber okay. Und halt das Thronsaal. Da ist ja der Thronsaal drin. Ah, da. Wow. Legendenkrog. Wie kann man sich so gut verstecken? Als ob. Es war schwer hier freizuspringen oder selbst sich wegzuspringen. Aber ich hab's geschafft. So, Frage. Ah, nee, hab ich schon nicht. Gut. Schon Frage beantwortet. Aber erstmal holen wir kurz die zwei Krogs, die da links noch sind. Und dann verlasse ich wieder kurz das Schloss und schau, ob alles richtig ist. Ich setze hier kurz mein tolles Teleportmilieu hin. So. Damit ich dann wieder hierher kann für nächste Folge. Bleib irgendwann das sortiert. Nice. Denn jetzt geht's nach oben zu Zeldas Gemach und zu Zeldas
Laborzimmer. Ist auch am Abschluss der, zum Abschluss der Folge. Nice. Und das Krasse ist, nach Schloss Hyrule, wir werden nächste Folge, oh, kann ja die Karte nicht zeigen, wir nächste Folge ins nächste Titanengebiet aufbrechen. Oh, ich bin so hyped. Real Talk. Das wird wieder episch dann. Ins letzte auch. Ins letzte Titanengebiet gehen wir. Ich freue mich schon mega drauf. So. Da unten ist der Ort. Hier ist Zeldas Labor. Oh, ein bisschen ins Jahr gewachsen. Und hier haben wir Zeldas Forschungsnotizen. Die lesen wir noch. Und dann gehen wir zur Dings. Audienz bei Impa, Anführerin des Siegerstamms. Heute beginnt meine Erforschung der Relikte. Impa hat mir Pura und Ribodo vorgestellt. Beides Shika. Morgen Ausgrabungen mit den beiden. Wir müssen ein Relikt finden, mit dem wir den Leitstein kontrollieren können. Den Shika-Stein. Bei den Ausgrabungen der Ruinen wurde ein Stein gefunden, der möglicherweise zur Kontrolle des Leitsteins dient. Es handelt sich um eine mit zwei Händen zu haltende Tafel, die mit Schriftzeichen der antiken Shika bedeckt ist. Er besteht aus einem unbekannten Material, womöglich das gleiche, aus dem die Schreine im ganzen Land sind. Impa hat zugestimmt, dass ich den Stein untersuche. Ich hoffe, er ist der Schlüssel zu meinen Forschungen. Wir nennen das Relikt in Form einer Steintafel als Shika-Stein. Die ausgegrabenen Dokumente geben keinen Ausschluss über seinen Namen. Weshalb Puras Vorschlag sich durchgesetzt hat, ihre Begründung... Ihre Begründung, es ist aus Stein, Shika haben ihn erschaffen. Shika-Stein, ein etwas einfallsloser Name. Ich habe eine Funktion des Shika-Steins reaktiviert, das sogenannte Fotomodul kann Bilder herstellen. Diese Bilder geben ganz ohne die Hand eines Zeichnens das Motiv lebensecht wieder. Es ist erstaunlich, wie fortgeschritten die Technologie in der antiken Shika war. Wir vermuten, dass der Shika-Stein den Leitstein kontrollieren kann. Ich muss nur herausfinden, wie. Ich habe mit den Recken eine Übung zur Steuerung der Titanen durchgeführt. Zu meiner Überraschung kam Mifa perfekt klar, während Daruk am Anfang etwas zu kämpfen hatte. Oh, nice. Ich habe noch was über die ganzen Recken kennen. Nein, ich habe es einiges übersprungen. Was mit Revali und Obosa? Also, finde ich was. Revali und Obosa kamen ganz gut zurecht. Robello kommt gut damit voran, die ausgrabenden Wächter wieder lauffähig zu machen. Wir haben aber noch lange nicht alle Wächter gefunden. Laut der Aufzeichnungen gibt es noch viele andere Typen. Sie sollen 5 riesige Säulen lagern, die sich unter Schloss Hyrule befinden. Oh, die Wächter lagern in den Säulen, stimmt. Aber egal, wie tief wir vordringen, wir können diese Säulen nicht finden. Tief unter der Erde können sie sein. Sehr tief, vielleicht erfahren wir mehr in BOTW 2 dazu. Vielleicht kommen sie erst zum Vorschein, wenn sie die Präsenz der Verheerung Ganon spüren. Ja, das ist es nämlich. Und Ganon hat das nämlich genutzt, den Abwehrmechanismus des Schlosses. Und hat die Säulen dann mit rausgeholt und hat dort die ganzen Wächter freigelassen und auf Hyrule losgelassen. Ja. Überall in Hyrule wurden antike Bauten entdeckt, doch wir haben nach wie vor keine Ahnung, wie man sie betritt. Laut der Aufzeichnungen dienen sie dem Helden, der die Verheerung bezwingt, aber wir werden sie aktiviert. Pura denkt, der Shika-Stein könnte der Schlüssel sein. Ich stimme ihr zu. Leider zeigt er keine Reaktion in der Nähe dieser Bauten, doch ich werde nicht aufgeben. Wenn es noch eine Möglichkeit zum Kampf gegen Verheerung gibt, müssen wir sie ergreifen. Gespräch mit Pura über den Schrein des Lebens, den wir entdeckt haben. Es erscheint tatsächlich über erstaunliche Heilungsfähigkeit zu verfügen, muss als Krankenstation gedient haben. Ferner kann er den Patienten während der Behandlung über lange Zeit in einen künstlichen Schlaf halten. Ob es vor 10.000 Jahren im Kampf gegen die Verheerung so viele Verletzte gab, dass solche Einrichtungen nötig waren? Leider konnten wir ihn noch nicht so justieren, dass wir ihn mit allen Funktionen in Betrieb nehmen konnten. Es bleibt zu hoffen, dass wir den Schrein des Lebens nie brauchen werden, auch wenn die Verheerung zurückkehrt. Lesen beenden. Das waren die Notizen von Zelda. Puh. Das Tagebuch lesen wir heute nicht mehr. Das liegt, glaube ich, im anderen Raum. So. Mifas Gebet ist bereit, wenn du es brauchst. Sehr nice. Nein. Ich wollte sagen. Ich hab's nicht geht, okay, schade. Danke. So.
Das ist weird. Ah, jetzt. Ich habe noch wieder eine nice Aussicht. Jetzt, oh Gott. Der Controller lässt auch gleich nach. Wenn er jetzt noch weiter blinkt, dann habe ich verkackt, weil dann geht er gleich aus. Nee, gut. So. Das hier ist halt das Gemach. Ja, es wurde jetzt hier eingezogen. Alles klar. Da müsste ein Schild hängen. Ne, der Bogen ist da. Aber den haben wir auch schon. So, über Zeldas Gemach ist, glaube ich, noch. Oh, lol. Ja. Das ist das Tagebuch. Aber das kann ich mir leider nicht mehr vorlesen. Das machen wir nächste Folge. Erstmal will ich hier den Krog holen, natürlich. Alter. Aber wo ist hier der Krog? Schau mal kurz auf der Karte nach, wo der ist. Nummer 13, auf dem Balkon außerhalb. Okay, Balkon. Gut versteckt. Nice, jetzt haben wir hier alle Krogs. Ein Krog oder zwei fehlen natürlich noch, die wir holen müssen. Und dann können wir das Schloss wieder verlassen. Hier ist die Erinnerung. Link, erinnere dich. Wir sind soweit. Endlich ist es uns gelungen, die Wächter zu aktivieren. Wir sind ganz nah dran. Wir müssen die Wächter und die Titanen nur weiter studieren. Dann könnten wir uns vielleicht zur Wehr setzen, wenn die Verheerung Ganon tatsächlich zurückkehrt. Was tut ihr hier? Wir haben uns das Experiment mit den Wächtern angesehen. Wenn wir diese antike Technologie beherrschen, sind wir der Verheerung gar noch nicht hilflos ausgeliefert. In der Tat. Die Erforschung dieser Relikte ist von höchster Wichtigkeit für unser Königreich. Aber als Prinzessin von Hyrule hast du weit bedeutendere Aufgaben zu erfüllen. So geht das nicht weiter. Wie lange wirst du noch vor deiner Verantwortung davonlaufen? Das tue ich doch gar nicht. Erst vor wenigen Tagen habe ich mich in der Quelle des Mutes gereinigt, dort gebetet und... Vergeude deine Zeit nicht mit diesen Relikten. Von jetzt an gibt es für dich nur deine Übungen und sonst gar nichts. Oder glaubst du, die Macht, die Verheerung zu versiegeln, fliegt dir einfach so im Schlaf zu? Natürlich nicht. Aber ich gebe ja schon mein Bestes. Das alles... bringt nur nichts. Bei der Erforschung der Relikte könnte ich wenigstens... Spar dir deine Ausflüchte. Von heute an ist Schluss damit. Ich verbiete jede weitere Beschäftigung mit diesen Relikten. Widme dich deiner Ausbildung an den Quellen. Weißt du, wie man am Hof über dich redet? Wie man dich hinter vorgehaltener Hand nennt? Missratenes Prinzesschen heißt du da. Oder Prinzessin machtlos. Ich will, dass du ihnen das Gegenteil beweist. Ist das klar? Jawohl, Euer Majestät.
Also, ich sag nochmal bis zum nächsten Mal und ciao. Denn mein Controller ist in der Cutscene leer gegangen. Oh Mann.